begrüße die Trainer und die anwesende Presse und darf direkt Herrn Damm bitten, einen Kommentar zum Spiel zu geben. Ja, also vom Spiel zu reden ist ja fast schon eine Farce, sage ich mal. Fakt ist, das habe ich meinen Jungs vorher auch schon gesagt, das weiß ich noch aus meiner eigenen Spielerzeit, wenn man hier nach Herne gekommen ist, bis vor einem Jahr war es auch noch so, dass der Platz halt, egal wann man hier war, in nicht so einem guten Zustand war. Da wird immer Fußball gekämpft, Fußball gearbeitet, das ist ja einfach das tiefste Ruhrgebiet, Ruhrpott-Mentalität. Und darauf haben wir uns heute als erstes drauf eingestellt. Und darüber hinaus hat Herne aber auch eine Mannschaft, die über den Kampf, über natürlich auch lange Bälle, wenn der Ball dann vorne unten am Boden ist, halt eine ganz, ganz große Anzahl von guten, technisch versierten Spielern hat, die Tempo mitbringen, die natürlich auch noch jung sind. Jo. Ich war die ersten beiden Spiele, sowohl Schalke als auch den Haltern, sehr, sehr zufrieden mit der Leistung, die wir angeboten haben. Mit den Ergebnissen natürlich nicht. Aber was wir heute hier gespielt haben, und da kann ich auch jeden einzelnen Zuschauer verstehen, der unzufrieden ist und der auch der kritisch ist, weil in der Oberliga nicht präsentieren. Wir haben dann heute gemerkt, dass es nicht, also Tammy hat zwar gesagt, wir haben viele lange Bälle gespielt, aber das fand ich jetzt gar nicht so. Gerade in der ersten Halbzeit haben wir viel versucht über Kombinationsspiel mit einem abkippenden Maurice Kühn, mit einem Dreieraufbau immer wieder flach auch in die Endzone zu kommen. Aber wir haben gesehen, dass das vielleicht auch nicht der Fußball ist, auch wenn sich das viele hier wünschen, der dann immer ertragreich ist. Wir haben uns dazu entschieden, mit einer Fünferkette heute zu agieren, weil wir einfach, wenn die langen Bälle kommen, vom Maurice Haar geschlagen, uns immer dahinter wieder abstaffeln wollten. Denn auch gegen Maurice Kühn, ich hatte selber zweimal das Vergnügen, mit ihm zusammen spielen zu dürfen, kann man Kopfballbälle verlieren. Und deshalb war es für uns wichtig, die zweiten Bälle in der Defensive zu gewinnen, genauso wie Herne darauf spekuliert hat, sie für sich in der Offensive zu gewinnen. Ich glaube, dass es heute kein schönes Fußballspiel war, dass der Ball viel in der Luft war. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Fußball ist dann halt auch ein Stück weit Ergebnissport. Das haben wir letzte Woche leider Gottes so zu fühlen bekommen. Heute machen wir natürlich auch zu ganz, ganz glücklichen Zeitpunkten unsere Tore, sodass es mit 2-0 in der Halbzeit geht. Ich habe den Jungs dann gesagt, dass der Knappi seine Jungs nochmal sehr, sehr heiß machen wird in der Halbzeit, dass wir da aufpassen müssen, dass er wahrscheinlich auch wechseln wird. Und mir war dann klar, wenn wir es schaffen, die ersten 10, 15 Minuten zu überstehen, kein Tor reinzubekommen, dass es dann halt auch schwierig geht, weil wir natürlich sehr, sehr viele, sehr, sehr viel Größe auf dem Platz haben, Kopfballstärke auf dem Platz haben. Und dann wird es natürlich auch schwierig das ist nicht despektierlich gemeint, mit ungezielten langen Bällen gegen uns ein Tor zu erzielen. Trotz alledem hat Herne, müssen wir nicht drüber reden, dass die zweite Halbzeit ganz klar an Herne geht, dass sie oft sich in Positionen gespielt haben, wo sie hätten zum Abschluss kommen können. Das haben sie dann aus unserer Sicht Gott sei Dank nicht gemacht. Und insofern, klar, hätten wir den einen oder anderen Konter noch besser ausspielen können. Das haben wir dann leider Gottes liegen lassen. Ich glaube, wenn wir das 3-0 machen, ist der Deckel komplett drauf. Kein schönes Fußballspiel. Wir nehmen die 3 Punkte sehr, sehr gerne mit. Ich weiß auch, dass jetzt viele Heckenschützen kommen werden und sagen, ach, guck mal, der Eibold und der Knappmann mit ihrem Umbruch, den sie jetzt hier getätigt haben, guck mal, jetzt fallen sie aufs Maul und hätten doch nicht so viel auf junge Spieler setzen sollen. Die Heckenschützen werden jetzt kommen. Da wird es sicherlich welche geben, die schimpfen sich Westfalia-Fans, und dann wird es auch welche geben, die hier mal gespielt haben oder wie auch immer. Aber die Heckenschützen interessieren uns nicht, weil wir sind komplett überzeugt von unserem Weg. Und wir wissen, trotzdem, dass wir heute sehr, sehr enttäuscht sind, wir wissen auch immer noch, welche Spieler uns fehlen. Das darf man einfach nicht vergessen. Uns fehlt, und dass das so krass ist, hätte ich auch nicht gedacht. Aber ein Rösler, ein Temme, ein Hötte, ein Tier, das sind alle Spieler, die ja unsere DNA einfach blind verkörpern, die auf den zweiten Ball gehen, die laufstark sind, und die können wir nicht ersetzen. Es sind ja jetzt Jungs, die sich jetzt hätten ins Schaufenster stellen können und den Leuten den Rang ablaufen hätten können,
haben wir nicht geschafft. So. Und jetzt gilt es halt vielleicht auch, angefangen bei der sportlichen Leitung, Trainerteam und so weiter und so fort, dann vielleicht auch eine neue DNA zu entwickeln. Dass wir halt sagen, wir kommen über das Konterspiel und pressen nicht mehr so an, weil dafür fehlt uns einfach momentan diese Dynamik, die Athletik von den eben genannten Spielern. Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.